Hallihallöchen, wir sind bei Podcast Nummer 36. Icke bin wieder da und die gute Dame ist wieder da und damit meine ich nicht Mietz, die auch gerade im Bild steht und mitredet. Die ist auch mit dabei. Die ist auch mit dabei, aber die gute Kiki, unbekannte Spiele, ist auch da. Yay. Yay. Ich habe meinen Schlafrhythmus halt kaputt gemacht, doch nö. Aber sowas von... Aber sowas von. Ich wollte. Das war schon so irgendwo so um 4, gell? Genau schon. Also wir nehmen den Podcast gerade ganz aktuell auf und zwar auf dem letzten Drücker. Achso, doch, irgendwo um 4 rum, ja. Irgendwo auf 4 rum habe ich mich ins Bett gelegt. Irgendwo um 8 rum oder sowas bin ich aufgestanden. Ja. Das hatte ich jetzt wirklich 3 Monate oder sowas nicht mehr. Was soll ich sagen, ich habe das regelmäßig. Nee, du doch jetzt auch nicht. Du ja, jetzt, also ich habe nichts mitgekriegt in den letzten 3 Monaten. Ich leg mich schon nach der Arbeit öfters hin. Ja, aber du machst den Schlafrhythmus nicht kaputt. Okay, das nicht. Ja, ich jetzt schon. Also ich denke, ich habe es kaputt gemacht. Mal schauen, ob ich heute Nacht schlafen kann oder nicht. Gucken wir, sehen wir dann. Während die Dame heute ganz fleißig war. Ganz fleißig, Genshin zocken. Ja, und ein Video gemacht. Also stimmt. Ja, zwar nur für Freunde, aber ein Video. Hat sehr viel Zeit gekostet. Ja. Ich habe wirklich einen halben Vormittag damit beschäftigt. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir aufs Wort. Und das Video selbst hat... Oder wie lange geht das? Warte. Sehr cool. Okay, eine Viertelstunde. Okay. Dann ist doch so lang. Ja, ne? Bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Viertelstunde. So, dann einmal vorneweg. Unten in den unten in der Infobox. Nicht Infobox, wer ist das Ding? Beschreibung. Videobeschreibung. Videobeschreibung. Ich bin noch nicht ganz da. Ich bin vor 10 Minuten aufgestanden. Vor 15 Minuten vielleicht. Sowas sollte man sich immer durchlesen, eine Videobeschreibung. Ich schreibe da immer was rein. Ich schreibe sogar interessante Sachen rein. Pech, wer das nicht liest. Da ist ein Link, da könnt ihr draufklicken und Podcast-Themen einsenden. Und ich würde sagen, damit ab zum ersten Thema. Möchtest du heute anfangen oder so? Soll ich Stopp sagen? Soll ich Stopp sagen und du? Okay, wer? Ja, ich scroll. Okay, Stopp. Lieblings-Pokémon? Da kann ich nicht... Oh, doch, ich kann mitsprechen! Ich wollte gerade sagen, das Thema hatten wir ja heute. Ich habe gesagt, da so in Genshin ist eine Anspielung auf Pokémon. So ein bisschen so ja. Dresser Joy-mäßig, wo halt die Abenteuergilde-Ding da ist und die machen immer auch so einen kleinen Hint daran. Und so, keine Ahnung, ich kenne Pokémon nicht. Ich so, was? Ja, ich kenn's ja nicht wirklich viel, Alter. So. Machen wir mal so. Lieblings-Pokémon und Lieblings-Starter-Pokémon. Lieblings-Starter-Pokémon hat ich Shiggy. Weil die erste Arena aus Stein und Wasser fickt Stein weg. Okay, Glurak ging noch, kann man noch nehmen, weil ist ein Drache. Lost, wer bis aus Arm genommen hat, ist einfach lost. Wer nimmt eine Blume, die muss man gießen, die geht ein. Dann noch so eine hässliche. Lieblings-Pokémon tatsächlich war bei mir immer, fand ich, Also wenn ich mochte die späteren Pokémon gar nicht mehr so. Aber die Lieblings-Pokémon von mir waren ja doch so Shiggy, halt Turtok zum Schluss. Oh, Turtok. Eine Schildkröte mit 2 fetten Kanonen auf dem Rücken. Was will man mehr? Und bei dir? Also ich kann eigentlich nicht viel über Pokémon reden, an sich, weil ich das nie gespielt habe. Verbrenn sie! Brenze. Aber ich habe 2 Geschichten.
Und zwar einmal, fällt aber der Name gerade nicht ein. Ikari? Ikari? Ich glaube, so heißt sie. So ein blaues Viech. Irgendwie Nachtdingens heißt sie auch noch anders. Ich glaube, die ist Ikari. Ist das ein neues Pokémon? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich meine, sie ist Ikari. Ikari hat mich immer. Ja. Die haben mich mal gezeichnet. Ja, also da habe ich. Das habe ich gegoogelt, das Bild, dann habe ich das gezeichnet. Das ist kein Pokémon, das ist ein Mädchen. Ikari. Das ist ein Mädchen, das ist kein Pokémon. Auf jeden Fall ein Pokémon zum Blaus. Ich meine, das heißt Ikari. Ach nee, Ikari habe ich angegeben, hat sogar gefunden, aber Lucia? Ikari. Japanisch heißt Ikari. So, da kommt nur so ein Anime-Mädchen. Ja. Was sind die? Das ist so. Ich habe keine Ahnung. So was blau? Du gerade meinst. Also, ich sag mal, in den neueren Pokémons kenne ich mich eh nicht mehr aus. Ich bin noch so von Anfang an dabei. Meine erste Version war die blaue. Und dann die goldene. So. Und rot. Rot tatsächlich hatte ich auch, aber die habe ich nie wirklich gespielt, weil das war das Gleiche. Ha? Ich hab's gefunden, Moment, Bild kopieren, ich zeig's dir. Warte. Ja, die da. Die da, ich kann dir das klar, ich kann gerade nicht nachschauen über Discord, weil ich muss aufs Handy, weil wir über Discord im Podcast sitzen. Ach so, das ist doch nicht Ikari. Die heißt doch so, anscheinend. Das ist doch... Wie heißt sie denn noch? Ist es nicht... Sag. Lunara oder sowas? Lunala? Könnte auch sein. Nee, das ist nicht. Ich weiß, das ist eine ja, doch. Also, Amberion? Nee. Luvilia? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Nee, ja, auf jeden Fall, das ist die Weiterentwicklung von Evoli. So, von Evoli die Weiterentwicklung. Das weiß ich. Oder eine der Weiterentwicklungen. Jedenfalls ja. Kannst du das vielleicht später in deinem Video irgendwie ein Bild davon kurz einblenden lassen. Dann müsste ich ja das Video bearbeiten. Das schaffe ich heute nicht mehr. Ich muss es auch noch hochladen und fertig machen. Ja. Okay, dann habt ihr jetzt Pech gehabt. Jedenfalls dieses Pokémon habe ich damals gezeichnet. Für was eigentlich? Gefühl, mein einziges Pokémon, mit dem ich jemals irgendwie in Berührung kam, weil ich das halt abgemalt habe, weil das der Wunsch war, weil ich glaube, das habe ich jetzt Geburtstagsgeschenk abgemalt. Okay. Und quasi, glaube ich, verschickt. Das heißt, ich müsste das Bild nicht mehr bei mir haben. Ich glaube, ich habe es dann per Post verschickt. Das war quasi mein Geburtstagsgeschenk an den lieben Kion. Genau. Eigentlich schon. Der ist schon auf meinem Server so ab und an. Ich weiß nicht, sagt mir gerade gar nichts der Name. Oder heißt er da irgendwie anders? Weil der hat heute auch geschrieben, meine ich. Warte mal, ich guck mal. Du guckst mal, okay. Ja, und Pokémon. Ah, der heißt Itachi. Ah, ja, dann kenne ich ihn. Ja. Okay. Ja. So. Ja, ich muss ehrlich sagen, in Sachen Pokémon, naja, ich war tatsächlich die ersten Versionen, war ich voll dabei, hat mir Spaß gemacht. Also halt wirklich auch noch Kristall war ich. Ich war bis Kristall dabei. Ich habe Rot durchgezockt, mehrfach durchgezockt. Dann habe ich die Goldene gezockt. Und ja, ich habe Pikachu in der Goldenen auch mal ab und an in den Computer gelegt. Weil es gab ja Gegner, die sind nicht unbedingt anfällig auf Elektro. Wobei, ich habe Pikachu tatsächlich auch viel nicht genutzt. Also Pikachu lief die ganze Zeit hinter mir her und ich habe halt einfach mir ein anderes Team aufgebaut, weil einfach Pikachu nicht so reingepasst hat in das, weil ich sag nur, die erste Arena war mega heftig, wenn du so rechnest, du bist mit Pikachu, Strom, naja, leg mal ein Stromkabel an einen Stein ran. Da passiert nicht viel. Da war es in der Goldenen tatsächlich der Anfang ein bisschen schwieriger gefühlt. Aber war auch ganz cool. Und dann, ja, Kristall hatte ich noch gezockt. Wo dann die zweite Gen der Pokémon dazu kam. Das war auch ganz in Ordnung. Da war die Karte vor allem schon ein bisschen größer. Und ein bisschen mehr konnte man da machen. Und da gab es dann auch so ein rotes
Garados und alles. Ja, das war schon ganz cool. Aber dann war ich raus. Dann war es nicht mehr so meins. Je mehr sich Pokémon entwickelt hat, desto dümmer fand ich's. Aber auch so ähnlich wie bei Zelda. Da fand ich die Gameboy-Version immer noch die beste. Ich glaube, das liegt daran, wenn man damit aufgewachsen ist, zu dem Zeitpunkt. Dann wird's legen. Ich habe noch eine Story. Ja. Es gibt noch ein Pokémon, das heißt Plinfa. Mhm. Sieht aus wie so ein Pinguin. Voll süß. Ich habe es umgetauft. Das heißt nicht mehr Plinfa, das heißt Plinter. Ich habe mich durchgesetzt mit dem Namen. Flinde. Nee, es heißt jetzt Plinter. Das war unter einem YouTube-Video von Hades. Der so, und das ist, hab ich irgendwie hingeschrieben, mein neues Pokémon oder sowas. Plinter. Und der dann so, hey, das heißt Plinfa. Und ich so, nö, ich nenne es Plinter. Okay. Habe ich mich durchgesetzt damit. Du und dein Dickschädel. Ja. Aber ich glaube, so Pokémon-technisch, weiß nicht, habe ich da damals tatsächlich auch auf RTL 2 die Serien geguckt? Die Anfangs? Ich glaube, den Abend. Ich irgendwie immer nur Uhrzeit, wo ich gerade irgendwie anscheinend was anderes geguckt habe in der Zeit oder nicht im Fernsehen war. Ja, das war halt immer, du bist von der Schule heimgekommen und es lief. Immer. Irgendwie. Außer du hattest Nachmittagsunterricht. Dann warst du eins von den Kindern, die gefickt waren, weil dann lief danach, wenn du nach Hause gekommen bist, halt einfach schon, ja, das Elternprogramm so ein bisschen, nicht mehr das Kinderprogramm. Das Kinderprogramm lief immer so vormittags, beziehungsweise bis zu einer gewissen Uhrzeit. Du bist aber heimgekommen, du konntest immer den Fernseher anmachen, dann lief Pokémon, Digimon, so Zeug noch in der Zeit. Digimon fand ich die ersten immer, fand ich auch die ersten cool, irgendwie gefühlt. Je weiter es wurde, desto abgedrehter wurde es ein bisschen. Digimon war ja ganz easy, die Geschichte. Im Grunde, du hattest zwei Kinder, die in eine Welt gefallen sind, sozusagen, so in eine digitalisierte Welt. Und da waren halt so Monster. Und das waren die Digimon. Und dann hatte jeder so ein Begleiter-Digimon da irgendwie bekommen durch das Reinkommen in die Welt. Ja, und damit sind sie sicher, mussten, und das Ziel war halt wieder aus der Welt rauszukommen, von Serie zu Serie aufgebaut. Irgendwann sind halt später die Digimon in die reale Welt gekommen, haben sich da gekloppt, haben sich mit den Kindern fusioniert und das voll eskaliert. So, ja. Also, hast du bei Pokémon Go mitgemacht? Ja, hab ich. Fand ich tatsächlich ganz cool, so ein bisschen, weil irgendwie haben alle so ein bisschen mitgemacht. Vor allem, es waren ja anfangs auch nur die ersten damaligen Starter-Pokémon sozusagen, die ersten paar. Die ersten 150. Und du bist so rausgegangen. Und man ist einfach mal rausgegangen, hat sich getroffen. Ich war mit ein paar Arbeitskollegen bei uns an einem Parkcock, da waren immer so drei Pokestops. Ich fand es tatsächlich sau cool, bis auf, dass es halt massivst Akku gezogen hat. Das war der einzige negative Punkt. Deswegen habe ich es auch nicht mehr gespielt. Weil es zu viel Akku gezogen hat. Habe ich aufgehört dadurch. Ich habe auch direkt so einen Pokestopp bei mir direkt vor der Tür. Das ist ein bemaltes Bushäuschen. Da haben die Kinder damals so richtig, aber wirklich echt schön, so ein Bushäuschen bemalt. Und das ist ein Pokestopp. Denn der ist direkt bei mir, den kann ich von hier aus drehen. So. Ist jetzt sogar so eine Raid-Arena oder sowas geworden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir tatsächlich von einem halben Jahr mal wieder runtergeladen und habe mal wieder ein bisschen geschaut. Es hat eine positive Entwicklung gemacht, das Spiel. Aber leider zu spät. Ich glaube, wäre anfangs schon ein bisschen drin gewesen, wäre der Hype länger gegangen. Und ich hätte wegen Pokémon Go jemanden fast tot gefahren. Weil die Person auf dem Handy geschaut hat oder weil du? Die auf Person aufs Handy geschaut hat und einfach mir direkt vors Auto gelaufen ist. Ja. Aber war ich so ein bisschen später unterwegs und da sind wir fast doch vors Auto gelaufen. Zum Glück habe ich da noch echt gut reagiert. Also wäre ich da, ich glaube, nicht mehr ganz fit oder nicht mehr so ein bisschen müde gewesen, glaube ich, hätte er mir, ja nicht tot gefahren, aber ich hätte ihn auf die Hörner genommen. Das auf jeden Fall. Das war knapp. Weil ich habe noch das Puck am Spiegel gehört.
So, und dann bin ich ausgestiegen, sage ich, alles in Ordnung. Ja, ja, alles gut, ich brüte nur mein Ei gerade aus. Aufpassen! Das habe ich damals sogar in einem Minecraft-Let's Play damals gesagt noch. Aber Pokémon Go ist ja auch schon wieder lange her. Ja, aber es gibt immer noch Leute, die das spielen. Ja. Ich glaube, Pokémon Go ist bestimmt schon wieder 6 Jahre her, oder? Echt? 6. Juni 2016. Das sind 5 Jahre, die es her ist. Was? Ich fühle mich plötzlich sehr alt. Google nie, wann Lieder rauskamen, die du gehört hast, als du so 10 warst. Nee, das tue ich mir nicht an. Das Spiel wurde bis Ende 2018 über 1 Milliarde Mal runtergeladen. Krass. Wie oft Genshin runtergeladen wurde. Genshin? Mhm. Genshin wurde auch sehr viel, Downloadzahlen, warte. 11 Millionen Mal. Ah. In Pokémon 1 Milliarde. Jupp. Aber warte mal. Ja, okay, nur im Play Store ist es 11 Millionen Mal runtergeladen. Genau zusammen sehe ich gerade nicht. Genshin wurde erreicht nach 4 Tagen mindestens 17 Millionen Downloads. Mhm. Diese Zahl gilt allein für Mobilgeräten. Ja, jetzt, was sagt jetzt hier? Der Google Store sagt, es ist 10 Millionen Mal runtergeladen. Und der Eurogamer sagt 17 Millionen Mal. Und eSport sagt 20 Millionen. Man kann einfach sowas nicht mehr googeln. Summer Games sagt 23 Millionen, nur in einer Woche. Was jetzt? Der Play Store sagt, bis heute ist es 11 Millionen Mal. Du hast Genshin ja nicht auf dem Handy. Nein. Ich hab's ja auf dem Handy. Tatsächlich. Ja. Aber es geht auch. Du wirst lachen, das geht weniger auf dem Akku als Pokémon Go. Krass. Mhm. Also, gefühlt dann doch ein bisschen besser entwickelt, sozusagen, denke ich. Mhm. Pokémon Go, das war halt auch. Bei uns hast du nachts, wirklich. Oder halt gegen Abend. Autos in wirklich, Pokémon Go war der Gedanke, dass man hinterherläuft. Dass man läuft, dass man sich wieder bewegt. Dass man draußen in der richtigen Welt unterwegs ist. Fand ich ja super Gedanke. Hier hast du nachts ein Auto nach dem anderen gehabt, was in Schritttempo rumgefahren ist. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe meine Eier in Pokémon Go tatsächlich in der Arbeit gebrütet. Also so ein 5-Kilometer-Ei hatte ich in der Arbeit immer ausgebrütet. Ich glaube, die 10-Kilometer-Eier auch immer fast. Ich laufe ja sehr viel, ich bewege mich ja ziemlich viel von einem Punkt zum anderen in der Arbeit. Da habe ich tatsächlich dann wirklich auch fast massiv die Eier ausgebrütet in der Zeit. Ja. Hm. Die hast du auch hinterhergeworfen bekommen, die Eier. Und du, warst du bei Pokémon Go dabei? Nö. Auch nicht. Ja, ich hatte ja eh nie so wirklich was mit Pokémon zu tun. Du gehst ja auch nie wirklich vor die Tür. Ja. Nee, aber ich fand den ganzen Gedankengang eigentlich so bei Pokémon Go, man geht mal wieder raus und allen und auch die Zocker gehen raus sozusagen, die was mit Pokémon und man trifft da doch auch neue Leute durch die Pokémon-Stops und allen drum und dran, die fand ich ganz cool. Das fand ich eigentlich echt eine gute Idee. Sowas in Genshin-Format wäre auch cool. Mit Kisten, die man finden kann und so Zeug. Ja. So dein 4-Helden-Team, was du dabei hättest. Ich doch auch irgend so ein Apokalypse-Spiel mit Zombies, wo du auch draußen sein musst. Es gibt rennen musst vor denen oder so. Ja, es gibt auch ein anderes Spiel. Das ist ja sozusagen, auf dem ist ja Pokémon Go sogar aufgebaut worden. Aha. Das habe ich damals gesehen. Aber ich weiß, wenn nicht, frag mich nicht mehr, wie das heißt. Das ist jetzt schon zu lange her, wo ich das auch im Kopf hatte. Und um was ging es da? Das war genauso wie Pokémon Go. Nur halt nicht mit Pokémon.
Okay. Mit irgendwas anderem. Aber wie gesagt, frag mich nicht mehr. Das wusste ich irgendwann kurz bevor dem Release von Pokémon Go in Deutschland. Ja, das war schon ordentlich. Mhm. Wollen wir zum nächsten Thema? Ja. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Möchtest ich habe generell sagen? Nicht viel zu Pokémon zu sagen. Ja, ich sag dann Stopp. Sag, wenn du ready bist. Ich bin schon drüber. Dann Stopp. Ja, wolltest du noch was sagen zu dem Thema? Wohl? Ich kann eh nicht viel sagen zu Pokémon, weil ich da nie so mit dem Thema befasst war. Nächstes Thema, um jemanden kämpfen. Stille kehrt ein. Diesmal fängst du an. Komm. Bist du betrunken? Nein. Spontan Alkohol. Wenn der Wodka kickt. Um jemanden kämpfen. Ja, komm, du fängst mal an. Deine Gedanken dazu. Dann. Wie, was dann? Was? Hä? Ich hab gesagt, meine Gedanken, ach du Jemini. Deine Gedanken dazu, wenn du steht, jemand um jemanden kämpfen. Also ihr seht es nicht, ich beschreibe mal kurz ihre Dinge so. Hä? Ich hab keine Ahnung. So, um jemanden kämpfen, kommt halt darauf an, um eine Freundin. Ja gut, nennen wir es einfach mal. Um jemanden kämpfen, der, keine Ahnung, freundschaftstechnisch so hat die Schnauze voll oder, keine Ahnung, hat eine Alte gefunden, die ihm nicht gut tut oder halt freundschaftstechnisch so, keine Ahnung, wie ich und ein Kollege damals, der vergeben ist und seitdem irgendwie gibt's kein Alleine mehr. Er hat auf einmal, seine Freundin hat ein bisschen mehr, er hat vielleicht so 120 Kilo mal zugenommen auf einmal. Also, welches Gewicht seiner Freundin? Ja. Kommt immer drauf an. Oder? Also ich kämpfe nicht lange um Freundschaften, so wenn ich merke, irgendwie, keine Ahnung, ich war voll dicke mit einer Freundin und irgendwie trennen sich die Wege, nach Schule, nach der Ausbildung etc. Irgendwie, man hat irgendwie keine gemeinsamen Interessen mehr, driftet so ein bisschen ab, Kontakt wird weniger. Ich fange dann noch an, so ab und an noch zu schreiben, von wegen, hey, lass uns treffen, obwohl ich mich echt ungern treffe mit Menschen. Lass uns mal treffen oder können wir mal schreiben oder irgendwas. Und dann heißt es, ja, wir müssen uns mal wieder treffen, aber dabei bleibt es dann bei dem Satz. So, wir müssen uns mal wieder treffen. Punkt. Das ist wie, wir müssen mal aufstehen und alle bleiben sitzen. Achso, langsam so. Sollten wir mal aufstehen und alles bleibt sitzen, ja. Ja, kennt man, ne? Ja. Genau, und ich weiß nicht, so ich versuche dann so meinen Teil noch dazu beizutragen, aber wenn dann halt nichts kommt, dann denke ich mir so, okay. Nehme ich ja jetzt nicht persönlich, nur, naja. Ich mache mal kurz eine Pause. So, da bin ich wieder. Naja, genau. Um jemanden kämpfen, ich sag mal freundschaftlich, kommt immer drauf an, ob es Sinn macht oder irgendwie wie extrem es hat. Ja. Ich hatte einen Kumpel gehabt, tatsächlich einen sauguten Kumpel von mir. Der hat dann auch bei mir in der Arbeit angefangen. Also nicht bei mir direkt, aber halt auch bei mir in der gleichen Firma. Und wir haben sau viel gemacht. Wir waren wie ein Pärchen. Wir waren wie so ein süßes Pärchen. Er war zuvor Fernfahrer. Und du musst dir vorstellen, ich habe mit ihm 8 bis 10 Stunden jeden Tag telefoniert. 8 bis 10 Stunden, aber wirklich. Quasi den ganzen Tag. Ja, während der mit dem LKW unterwegs war, haben wir den kompletten Tag telefoniert und ununterbrochen geredet. Also sag ich ja, wir waren in der Zeit wie so ein verliebtes Pärchen. Seine Freundin hat sich schon beschwert, dass wir zu viel telefonieren. Ich kannte sie auch. Ich habe mal eine SMS bekommen. Ja doch, SMS, da war es noch nicht so mit WhatsApp und so. Ich soll mal bitte mit ihm auflegen. Sie will auch mal mit ihm telefonieren.
Ich hab Marco gesagt, Marco, ich hab gerade eine SMS von ihr, was? Ja, ich soll mal auflegen, sie will auch mal mit dir telefonieren. Ach, Quatsch, mach ich dann später. Wir sind ja gerade mitten im Thema. Na ja. Dann haben wir noch 2 Stunden oder so telefoniert. Ja. Da fand ich's schade, weil tatsächlich hatte es ein blödes Ende irgendwie gefühlt. Ich habe ihm mal 20 Euro ausgelegt, also nichts Tragisches. Und mir wäre es mir wirklich, 20 Euro sind mir jetzt auch egal, ob ich die jetzt den Monat, nächsten Monat oder in einem halben Jahr oder gar nicht mehr wieder bekomme zum Schluss. So ist es, ich weiß nicht, unter einer gewissen Freundschaft, wenn es jetzt nicht unbedingt absurde Preise sind, dann das gleicht sich schon immer wieder aus. Das ist so ähnlich wie bei mir und meinem Arbeitskollegen, hast du mal eine Zigarette für mich? Dann fragt er halt am nächsten paar Tage später, hast du mal eine für mich? Das gleicht sich schon immer wieder aus, das hält sich schon in der Waage, finde ich. Aber ja, und dann hatte er auch mit der einen Dame Schluss gemacht und oder ist da Schluss gemacht worden, ich weiß es nicht, also das war auch ganz komische Geschichte. Und dann irgendwie habe ich auf einmal so von ihm von heute auf morgen nichts mehr von ihm gehört. Aber ich habe ihm noch 2-3 Mal geschrieben und ja. Aber sowas Ähnliches hatte ich ja auch jetzt erst vor kurzem. Dass so von heute auf morgen kein Kontakt mehr. Und man keine Antwort mehr erhält. Weiß nicht. Da bin geghostet. Hä? Geghostet. Ja, dann da bin ich so ein bisschen der Mensch. Ich schreibe da noch 5-6 Mal. Und wenn du dann halt keine Antwort mehr hörst, ja, dann sorry, die Person kann sich ja bei mir genauso melden. Ja. Irgendwann ist mal gut. Ich habe den guten Willen gezeigt und ich habe den Willen gezeigt, dass ich weiterhin noch Kontakt und sowas haben möchte. Und die Person kann sich ja genauso mir schreiben. Muss ja nicht ich ihr immer ständig schreiben und hinterher rennen. Irgendwann ist halt auch immer gut. Ja. Und Liebe technisch um jemanden kämpfen? Ja, 2-mal gemacht bis jetzt. So, ja gut, in Liebe technisch kannst du nicht mitreden. Nee. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ja. Aber? Ich wurde ja auch schon mal geghostet und da habe ich auch so, also vor allem, ich habe ja gar nicht mehr die Welt verstanden, weil, weißt du, am Abend davor noch ganz normal geredet und plötzlich kriege ich gar keine Antwort mehr. Oh, ich sterbe. Genau so ging es mir jetzt auch 2-mal. Das waren die 2 beschriebenen Beispiele, ja. Ist ja auch nur so, ist die Person gestorben oder so? Du hast ja gar keine Ahnung, was jetzt los ist. Das ist halt dann auch mies immer. Wenn man nicht mal weiß, was los ist, weil... Ja. Man kann sich ja nicht mal für irgendwas entschuldigen, wenn man nicht mal weiß, ob irgendwas Sache ist. Ja. Hat man was falsch gemacht? Hat man nichts falsch gemacht? Ja, warte. Oder. Ja. Obwohl, ich dachte am Anfang nicht wirklich, dass ich was falsch gemacht habe, weil ich war mir keine Schuld bewusst, ne? Ja, ja. Ich dachte mir so, ist irgendwie, keine Ahnung, im Krankenhaus gelandet, Unfall, so, denkst du ja, das ist schon sowas, weil, hast du keine Ahnung. Weißt du es ja nicht besser. Und du weißt es ja nicht. Und man kann ja auch unabsichtlich was falsch gemacht haben, unabsichtlich den anderen verletzt haben, ohne dass es einem aufgefallen ist mit irgendwas, was man zum Beispiel gesagt hat oder getan hat. Natürlich, man kann sich natürlich dafür entschuldigen, aber man muss es halt erstmal wissen. Ja, genau. Sowas hatte ich ja auch erst vor kurzem, beziehungsweise ist ja noch so halb aktuell. Aber ich bin ja an dem Punkt, wo ich sage, ja, wenn sich die Person bei mir nicht meldet, dann ist jetzt auch mal gut. Ich habe oft genug angeschrieben, also in Discord genauso wie in WhatsApp und ich habe mich mal im Channel reingehockt und sie ist einfach gegangen. Also ja, ist halt dann so. Dann kann sich die Person bei mir melden. Irgendwann ist halt auch mal gut. Zieht sich ja bei mir jetzt auch schon 1,5 Monate oder sowas. Ja, echt schon ziemlich lang. So. Und in Sachen Liebe kämpfen, naja, ich habe halt damals um meine Ex-Freundin gekämpft. Weil von heute auf morgen da aus dem Nichts Schluss war. Und? Ja. Dann halt noch jetzt um eine Person. Aber ansonsten noch nicht wirklich irgendwie.
Bei meiner Ex bin ich da noch so, da habe ich lang gekämpft, 3 Monate, weil sie konnte mir keinen Grund nennen, warum plötzlich. Wirklich von heute auf morgen. Ja. Sie konnte mir aber auch, du hast aber auch so gemerkt, sie will aber auch nicht loslassen. Weil dann wenn ich ihr nicht geschrieben habe, hat sie mir dann geschrieben. Ja. Deswegen, das war so richtig, da ging es mir auch richtig dreckig. In der Zeit. Aber ist jetzt auch schon 4 Jahre her. Da ging es mir echt nicht gut und echt sehr beschissen. Ich weiß noch, da hat mich Sean damals das erste Mal mitgenommen. Dann das erste Mal mitgenommen, weil er halt gemerkt hat, war ja mein Nachbar und da hat sich ja auch die Freundschaft daraus entwickelt. Hat mich rausgezwungen einmal wieder, unter anderer Leute. Was war das allererste, was ich gemacht hat an dem Abend? Ich habe mich so abgeschossen, dass ich über dem Eimer hing. Aber volle Knäste. Komplett abgeschossen. Und tatsächlich war ich ein bisschen überrascht, dass ich mich so abgeschossen habe, weil früher habe ich doch relativ Alkohol vertragen, aber dann habe ich halt 4 Jahre fast kein Alkohol mehr getrunken und dann auf einmal trinkst du mal wieder ein bisschen. Das war so heftig auf einmal. Ich habe ja wirklich in 3 Jahre lang gar nichts getrunken. Null, nada. Aber halt einfach nur, weil, weiß nicht, wenn du vergeben bist, hat bisher nicht unbedingt so, ja, du gehst auf die Party, die auf die Party und die Party, dann verbringst halt lieber Zeit mit deinem Partner. Ja. Dadurch kam das einfach nur. Ich glaube, ich habe am Abend auch nicht viel getrunken, also wirklich nur ein bisschen eigentlich, aber das hat schon ausgereicht, ein bisschen Wodka. Und ja. Und wer es kennt, Wodka hat so einen bösen Effekt. Du trinkst es und denkst dir, das Zeug, das ist ja eigentlich, ist ja wie Wasser, ist ja wie damals. Hältst ja aus und irgendwann kommt der Wodka-Effekt. Die Schelle kommt später immer erst. Ja, und dann hat er ich fand's ja echt schön von ihm. Er hat sich dann voll den Vorwurf gemacht, weil ich mich abgeschossen habe, obwohl ich schon lang volljährig bin, weil er mich mitgenommen hat. Oh. Dann habe ich gesagt, ey, ist alles gut. Ja. Habe ich dich nicht richtig gehabt. Ich wollte nicht gerade Mietz vom Tisch wieder runter, weil sie im Bild sitzt. Spielst du gerade Genshin nebenbei? Vielleicht. Spielst du gerade Genshin nebenbei? Ich komme gleich zu dir und verklopp dich. Ihr habt doch früher auch nebenbei noch was gemacht. So. Mein Vorgänger quasi. Ja, aber auf einem anderen Bildschirm und hat nicht so hektisch geklickt wie du. Ja, das ist hektisch. Ja, ich habe auch ein bisschen Stress. Aber ja. zwei Personen sind schon tot. Aber Kiki, mach bitte Pause dann oder aus. Ja, mach ich. Kein Wunder, dass du dich nicht konzentrieren kannst, hier. Schlimm. Schlimm mit den Frauen. Schlimm. Schrei dich nicht ab. Wenigstens sieht sie es ein. Das heißt ja immer, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, aber bei dir wäre ich mir da nicht so sicher. Ich wäre mir da auch nicht so sicher. Ja. So, jetzt könnte ich gemeinsam, also ich hätte jetzt nichts mehr, wo ich über Kämpfen, über jemand, um jemanden kämpfen reden soll, könnte. Ja, also ich sag mal, um jemanden kämpfen bis jetzt, kommt halt immer drauf an, wirklich, bei manchen Menschen haben sie es nicht verdient. Andere Menschen wirklich, kann man schon machen, man muss, aber meistens ist es eher ziemlich. Ich sag mal, bei Freundschaften, so wie ich es jetzt hatte, wo dann von heute auf morgen kein Kontakt mehr da war, dann ist es hoffnungslos. Dann kommt da wirklich eher voraussichtlich nichts mehr, weil das wird sich auch nicht mehr so aufbauen, die Freundschaft diesmal war. Ja, das ist halt auch mein Hauptargument, wenn der Kontakt weniger wird. Und dann, deswegen versuche ich am Anfang noch irgendwie was, dass es noch irgendwie bleibt. Aber wenn dann irgendwie man auseinanderdriftet und man hört nichts mehr, und dann irgendwann so nach einem halben Jahr denke ich mir so, das wird allein schon aus dem Grund nicht mehr so, weil die Person hat ein Jahr, du hast ja trotzdem irgendwie so einen Vertrauensbruch, so einen Freundschaftsbruch, so in Anführungszeichen, das bleibt halt so ein bisschen im Hinterkopf. So unterbewusst, würde ich mal sagen. Nicht, aber ich weiß nicht, ich finde das halt echt so wichtig, so Menschen, also
Mit so richtig guten Freunden, mit denen quasselst du halt auch jeden Tag. Und wenn du jetzt ein halbes Jahr... Also, was ich interessant finde, echt, das ist so, das klingt auf den ersten Blick so unlogisch, aber desto mehr du kommunizierst mit einer Person, desto eher hast du auch ein Thema, worüber ihr sprechen könnt. Ja. Weil das ist ja auch mit irgendwelchen Verwandten fünften Grades oder was weiß ich nicht alles. Mit Leuten, mit denen du dich ein Jahr nicht mehr unterhalten hast, dann kommt nur, gibt's was Neues mit dir? Und eigentlich, es gibt immer noch was Neues, wenn man jeden Tag miteinander redet. Aber so nach einem halben Jahr denkst du so, eigentlich nicht, nee, in meinem Leben ist immer noch so ziemlich alles dasselbe. Ja, aber man kann trotzdem miteinander drüber quatschen, weil man einfach halt, ich sag mal, wenn du ein halbes Jahr jeden Tag Kontakt mit jemandem hast, dann lernt man ja den anderen auch jeden Tag besser kennen. Es heißt ja, erst nach 7 Jahren kennt man eine Person wirklich zu 100%. Also wirklich zu 100%, jede kleinste Macke, allem drum und dran, und kann jeden Gesichtsausdruck zu 100%, also wirklich 100%. So. So heißt es so circa. Oder so ist es so im Schnitt. Ja. Aber ich sag mal, je mehr du mit einer Person zu tun hast, desto mehr lernst du die kennen. Weil wenn du mit jemandem nur so einmal die Woche siehst, hast du ja ganz andere Zeit miteinander verbracht, wie wenn du jemanden täglich siehst. Ja, aber... Ja. Kommt halt auch drauf an, zum Beispiel Schulfreunde. Wenn ihr echt gute Freunde wart, aber halt größtenteils in der Schule bezogen, und dann geht ihr alle raus aus der Schule, dann bricht dieses jeden Tag sich sehen. Automatisch. Ja. Ja. Und dann hat man irgendwie auch kein Thema mehr zu reden. So. Dann also, kann man nicht mehr kommen mit, der Test war aber schwer. Ja, so. Ja gut, man kann ja auch, man redet ja nicht in der Schule, nicht unbedingt nur über Schulzeug. Nee, aber mitunter. Ja, aber ich sage mal, von meinen Schulfreunden damals habe ich mit keinem einzigen mehr Kontakt. Mit keinem. Du? Nö. So, und ich muss auch ehrlich sagen, so im Nachhinein oder so betrachtet, bereue ich es nicht, dass ich damit keinen mehr Kontakt habe. Also ehrlich, wie es ist, die Wege trennen sich halt einfach, und das ist halt einfach so Lauf der Dinge mit. Ist normal. Und ich muss auch sagen, mit vielen aus meiner Klasse wollte ich auch gar keinen Kontakt haben. Wollte ich damals keinen Kontakt haben, nicht mal in der Schule, mit oder privat. Da war so eine Mädelstruppe, die Nase war so weit oben in der Luft, so weit in den, oh, und wie toll ich ja bin und wie viel besser ich ja bin als alle anderen, wo ich mir gedacht habe, irgendwann fällst du mal auf die Fresse und dann bitte richtig hart. Bei manchen habe ich es mitgekriegt, dass es passiert ist. Ich habe mich trotzdem gefreut. Also ich habe mich wirklich gefreut, weil so eins auf die Fresse fallen brauchen manche Menschen einfach, um so ein bisschen klar im Leben zu werden. Oder das Leben zu realisieren. Ich bin auch oft genug auf die Fresse gefallen im Leben. Hat mir auch nicht geschadet. Also es klingt vielleicht jetzt echt böse, aber es ist halt so. Ich kenne dazu einen Spruch, den ich immer zu hören kriege. So, Kikis Nase ist schon wieder so hoch, da ist, gleich regnet es in die Nase rein. Ich finde das so lustig. Ich mag den Spruch. Eine bestimmte Person sagt das manchmal zu mir. Also sagt es immer zu mir, wenn ich irgendwie gerade so einen auf voll na, so mache. So richtig so arrogant oder sowas in der Art, als so gespielt. Aber ja, sehr selbstbewusst. Und dann so, alles klar, gleich Kiki, regnet es in der Nase rein. So hoch ist die Nase. Mhm. Ich muss mir das dann immer bildlich vorstellen, dass jemand so richtig so durch die Straßen läuft. So richtig hoch. Dass du an der Ampel hängen bleibst mit der Nase sozusagen. Aber ich muss ehrlich sagen, so habe ich dich bis jetzt noch gar nicht kennengelernt. Du hast zwar Momente, aber wenn man weiß, wenn man dich einschätzen kann oder wenn man weiß, wenn man dich ein bisschen kennt, weiß man, wie man die nehmen da soll. Ah, das ist auch immer nur spaßeshalber. Ja, sag ich ja. Das war ja damit gemeint. Aber trotzdem finde ich den Spruch so nice irgendwie. Ich muss mir das ja immer bildlich vorstellen. Ja. Finde ich so nice. Aber wirklich da, ehrlich, so von den Schulfreunden her möchte ich auch mit keinem Kontakt mehr haben. Das passt so, wie es ist. Ich würde gern mal tatsächlich manche kennenlernen, manche mal wieder so wissen, wie es denen ein bisschen ergangen ist im Leben.
so, was aus denen ein bisschen geworden ist, aber mehr aus Neugier. Aber ansonsten nicht wirklich viel Kontakt mehr mit denen. Außer einer hat sich da wirklich davon verändert, was auch sein kann, weil wie alt war man auf der Schule? 17, man wird ja erst noch erwachsen. Aber so wirklich, nee, muss nicht sein. Ich habe von manchen gehört, die sind ordentlich auf die Fresse gefallen, von ja, hocken jetzt allein, also auf die Fresse gefallen, kann man sagen. Das ist halt eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel oder so Zeug. So alles ein bisschen überstürzt. Gefühlt die einzige in der ganzen Klasse war am Ende, wo noch Jahre später dann sagte, ey, wer ist eigentlich beim Klassentreffen? Und gefühlt jeder so, ja, der einen, ja, das wollten wir auch schon organisieren, aber irgendwie, die Ich andere sag's sagt, dir ehrlich, wie es ist. nee. Ich glaube, zu einem Klassentreffen würden die mich nicht einladen, weil ich war gefühlt kein Teil der Klasse, weil ich immer gedacht habe, ich habe alle auf euch alle keinen Bock. Ihr geht mir alle auf den Sack. Das passt aber so. Will ich auch Gut. gar nicht. Aber bei mir war es jetzt nicht so. Ganz normal, okay, Ja, wir Treffen. hatten ein paar, die waren ganz cool, die waren ein bisschen, hatten auch ein bisschen Dachschaden, so wie ich. Aber ein Großteil der Klasse war halt, hat sich gefühlt, wirklich, ich war in der Klasse. Da haben sich sehr viele Menschen für was Besseres gehalten und waren so arrogant und so überheblich. Und solche Menschen hasse ich. Solche Menschen hasse ich, wenn die von oben herab auf jemanden anderen abschauen. Da möchte ich die immer Ja. am liebsten ganz, ganz schnell zum Boden werfen. Ah, sowas kann ich gar nicht. Und deswegen, ja. Aber mal zurück zum Thema um jemanden kämpfen. Kann man machen, aber man sollte auch irgendwann wissen, wann mal gut ist, beziehungsweise bei manchen Sachen. Ja, ich sag mal, kommt immer drauf an. Sehr situationsbedingt. Wenn jemand sich gar nicht mehr meldet und man merkt, okay, der hat keinen Bock, man kann es noch zwei, dreimal ruhig tun, aber irgendwann ist halt dann auch mal gut, finde ich. Ja. Und ja, wenn halt noch viel Kontakt trotzdem da ist, dann kann man da schon, glaube ich, einen Arsch sich aufreißen und mal kämpfen drum. So, wollen wir noch ein Thema machen? Ja, wie viel haben wir überhaupt? Wir haben Zeitmäßig. jetzt erst, wir haben zwei. Ja, zwei. Ja, wir haben Also, zwei. nee, Ach so, zeitmäßig. drei Viertel. Fast. 42 Minuten. Nee. Ja. Also, Soll ich denn sag jetzt mal, dran? nee, ich bin dran mit Stopp. Ich bin dran mit Stopp. Ich scroll. Und Stopp. Lieblingskinderserie. Genau, wenn Pokémon nicht deine Lieblingskinderserie, das passt sogar dazu. Was ist deine Lieblingskinderserie gewesen? Oh. Ich gucke mir auf TikTok immer so gerne diese alten Kindersendungen an, wo dann tiefste Erinnerungen aus meinem Gehirn gegraben werden, wo ich denke, oh, da gab es mal so eine Sendung, ja. Was Entschuldigung. ich nicht alles für Kindersendungen geguckt. Ich hab alles. Ich war das. Es gibt ja Kika-Kinder gefühlt und RTL 2-Kinder. Okay, was ist in deiner Welt alte Kinder? Wir haben 7 Jahre um. Was ist in deiner Welt alte Kindersendungen? Ich Die, muss an die wissen, ob ich jetzt aufstehe und gehe. die, an die ich mich kaum erinnern kann. Ich bin mich alt. Ich glaub, Kaufrausch ist alt. So wirklich Zeitdingens alt. Ich habe mal gegoogelt, wann das Was ist rauskam. Kaufrausch? Ich glaube, das hieß, oder? Ich glaube, das hieß Kaufrausch. Das waren Mädel und ein Junge, die waren Geschwister, waren Waisenkinder. Und die hatten so eine App. Und die konnten sich quasi bestellen, Menschen zu ersetzen. So, wenn der Lehrer sie genervt hat, haben die sich einen anderen Lehrer bestellt, quasi. Und Kenne ich gar nicht. Kenne da. ich Doch, oder gar nicht. wenn irgendwie die Köchin in der Schule irgendwie schlechtes Essen kocht, haben sie sich eine andere bestellt. Aber am Ende hat es dann immer so rausgelaufen, dass es dann als Katastrophe endete und die dann wieder zurückgetauscht haben. Ich glaube, es hieß Kaufrausch. Oder Tauschrausch, glaube ich. Nicht Kaufrausch, Tauschrausch. Ich glaube, das war nach mir. Warte mal, jetzt google ich. Jetzt du Aber ich googelst glaube, mal. Ich sag mal meine Tauschrausch. Lieblingskinderserie Das war nicht damals. meine Lieblingskennserie. Doch, hier, Disney, Tauschrausch. Da, ich hab's. Okay. Tauschrausch. Also, das ist für mich ein altes. Das kann. Oh, 2006. Also tatsächlich kenne ich Elsa, wo du siehst, aber ich habe es nie gesehen. Ich habe es nie, nie, nie angeschaut, weil das war schon deutlich nach mir. Muss mal rechnen. 2006. Oh, jetzt brauche ich vielleicht ernsthaft einen Taschenrechner. 2006 war ich 15. Oh, okay.
Da war ich schon betrunken. Natürlich nicht. nee, da habe ich gezockt in der Zeit tatsächlich sehr viel. Aber nee, kenne ich null. Jetzt komme ich mit einer Art Kinderserie. Meine Lieblingskinderserie. Oder ich hatte da ein paar mehr. Das war nicht meine Lieblingskinderserie. Ich habe nur genannt, was für mich alt ist. Ach so, und was ist deine Lieblingskinderserie? Ich glaube, es war tatsächlich SpongeBob. Laut meiner Mutter habe ich das sehr früh angefangen, wirklich durchzusuchten. Weißt du, was meine Lieblingskinderserie war? Drei, ich habe drei Stück. Ich glaube, SpongeBob. Ich glaube, Kim Possible habe ich noch sehr gerne geschaut. War alle Kim Possible kam schon in der Zeit, wo ich eigentlich aufgehört habe, damit zu schauen. Ich habe so. Disney's große Pause war auch nice. Okay, Disney's große Pause war auch ganz okay, aber das war nicht meine Lieblingskinderserie. Kennst du Wochenendkids? Nein. Okay, da kam das raus. Ach so. Oggi und die Kakerlaken? Ja, das kennt meine Mom, also muss ich das auch geschaut haben. Oggi und die Kakerlaken, das war einfach. Einfach fand ich das cool. Texas Avery Show. Und Tom und Jerry. 2000. Tom und Jerry habe ich auch geschaut. 2000 kam das raus. Was? Wochenendkids. Wochenendkids. Ja, da war ich 9. Das kenne ich aber trotzdem nicht. Dann, wie heißt du? Danny? Danny? Wochenendkids. Danny habe ich auch geschaut. Dieser Schuhclown, der einen Streiche gespielt hat. Ach so, hat. Typisch Danny. Wochenendkids. Ja, genau. Doch, natürlich. Wenn ich google es gerade nebenbei. Ich kenne es, hab's aber nie geschaut. Und typisch, nicht Danny, geschaut. Sondern typisch Andy. Den habe ich auch gern geschaut. Aber auch nicht so gern wie Ding. Wochenendkids 2000, typisch Andy 2001. Aber das habe ich auch noch geschaut, so ein bisschen. Weil der hätte auf mich ein bisschen sein können. Vielleicht. Ja. Deswegen wird es mich doch nicht, dass du den. Weißt du, wer der Vorgänger ist von Andy? Also auch rein grafisch gefühlt. Keine Ahnung. Anaconda oder irgendwas mit Anaconda am Ende. Das ist so richtig, keine Ahnung, 1D? 2D? 1D? So richtig platt gezeichnet. Aha. Aber das ist gefühlt Andy als Mädel. Und ich glaube, die Sendung kam früher, weil die ist uralt gefühlt und da war irgendwas mit Anaconda am Ende. Die hatte, ich glaube, als Nachname hieß sie Anaconda. Also wenn ich Anaconda reingehe, bekomme ich eine Software. Also selbst wenn ich und Anaconda Kindersendung eingebe. Ach so! Doch, ja, was, nee, ja, doch. Angela Anaconda. Angela, genau. Ja, das war aber so ein Stil. Das war ein Stilmittel. Das war ein Stil. Wann ist denn das rausgekommen? 99. 1999. Da war ich 8. Da war ich 1. Kenn ich auch. Da warst du, oh Gott. Aber ja, kenne ich auch. Aber wirklich, Oggi und die Kakerlaken waren einfach, wann kam das raus? 98? Das war meins. Bin ich geboren. Dann Tex Avery Show. Das war auch meins. Das war 97. Gar nicht. Wie hat das geschrieben? T-E-X. Und dann Avery wie Avery. Und dann halt Show. Also Tex Avery Show. Ja, das habe ich auch gern geguckt. Und halt, Tom und Jerry, das muss man nicht, Tom und Jerry gibt's auch schon ewig. Jetzt habe ich Tom Avery, ich wollte einfach Tom und Jerry eingeben. Tom und Jerry, das gibt's halt auch schon ewig. Da ist der Film 2008 rausgekommen. 1997 kam diese Tex Avery Show, kein Wunder, dass ich das nicht kenne. Ja, das war meins. Und ja, Oggi der Kakerlaken kam auch ein Jahr später. Aber so Blödsinn war eher meins. Wirklich, die Tex Avery Show, da ging's ja auch nur, da ist ja auch nur ein Blödsinn und Mist passiert. SpongeBob geschaut, das ist auch nur Blödsinn. Ja, Oggi und die Kakerlaken und Tex Avery Show nochmal mehr Blödsinn. Ja, nochmal deutlich mehr. Und was ich letztens tatsächlich mal wieder geguckt habe, Futurama. Das habe ich sogar ein bisschen später geguckt. Also Futurama kam ja relativ spät erst. Futurama, wann kam das raus? 99, okay, doch, ich nehme es zurück.
Das habe ich letztens erstmal wieder mir komplett alle Folgen und alle Staffeln gegeben. Ganz nicht. Also die Bilder sagen mir was, aber ich habe es nie geschaut. Ja, so ging es mir bei dem, was du mir gesagt hast. Futurama habe ich gern geguckt, auch noch. Aber es war jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsshow. Wenn ich mich so zurückerinnere, ist es wirklich das größte Schmunzeln habe ich bei Oggy und die Kakerlaken so. Boah, wo wir schon bei Kinderserien gibt, es gibt zwei Kinderserien, die mir spontan einfallen, nee, drei, wo die neuen einfach nix, Müll, einfach in die Mülltonne. Ich bin dafür, dass die alten Serien für immer laufen, fertig. Ja, also die alten Folgen. Tom und Sherry ist genau das gleiche, passt da sofort drauf. Okay, also meine drei wären SpongeBob, weil da ist ja der alte Erfinder, der ist ja verstorben. Mhm. Und der neue bringt noch Käse raus. Also Käse. Also der geht schon in die Richtung wie deine Sendungen. Früher hat SpongeBob zwar keinen Sinn gemacht, aber irgendwo doch Sinn gemacht. Jetzt ist einfach nur noch Müll. Oggy und die Kakerlaken war einfach unterhalten und sollte dich zum Lachen bringen. Okay. Das, was jetzt läuft, ist teilweise verstörend. Also richtig verstörend. Und ich kenne die alten Folgen, wo wirklich manche Sachen sehr verstörend waren. Ja. Wo Insekten rausgekommen sind aus SpongeBobs Augen so. Ja. Aber das war halt dann eine Folge, wo sowas passierte, wo nicht alle. Interessant, Futurama wird als Sitcom aufgeführt bei Google. Dann, warte mal, SpongeBob, dann habe ich Biene Maya. Hm? Vielleicht gefällt mir auch einfach. Habe ich gehasst, Biene Maya damals schon. Ich habe das Intro geliebt. Und ich habe als Kind nie gecheckt, dass das mit Akzent gesungen wird. Dann, was ich später auch noch geschaut habe, Drawn Together. Drawn Together wäre hundertprozentig nichts für dich. Klischeemäßige Stereotypen überspitzt bis zum geht nicht mehr. Also Drawn wie gezeichnet, Together zusammen. Zusammengezeichnet. Nö, sagt mir gar nichts. Ja, das ist, sagen wir mal, alles, was es im Fernsehen so ein bisschen gab, von auch Super Nanny oder sowas, klischeemäßig, überspitzt, stereotypenmäßig, noch mehr überspitzter, allen drum und dran. Okay. Und davon gibt es jetzt neue Folgen, oder was? Nee, das war also, was ich damals auch dann geschaut habe, wie ich ein bisschen älter wurde. Ah, okay. Von einem Download-Schwein zu einem Helden aus einem Computerspiel, zu einem Superhero heißt er, zum Ding. Wirklich so verschiedene Charaktere genommen aus verschiedenen Branchen sozusagen oder tut. Tut ist aus den 80er Jahren Sexsymbol in Anführungszeichen. Dann wirklich das alles so ein bisschen zusammengepackt, auch zum Beispiel, da gibt's Ling Ling, glaube ich, heißt der. Das ist ein kleiner Anime-Charakter und dann ist es halt auch so typisch, ja, gibt denen eine Matheaufgabe vor und er ist halt so typisch asiatisch, so wie ein Taschenrechner, noch schneller und sowas und die können nicht Auto fahren und sowas. So richtig komplett überspitzt dargestellt. Jedes Klischee überspitzter und noch überspitzter gemacht. Wirklich von der Prinzessin, die verflucht wurde und halt so keine Vagina hat zum Beispiel, sondern ist eine Oktopussy. Und. Also so richtig cool, eigentlich echt gut gemacht, aber man muss halt so ein bisschen, ich sag mal, nicht jeden Humor trifft's tatsächlich, weil manche würden sich da die ganze Zeit angegriffen fühlen. Manche, die Menschen, die das zu ernst nehmen, würden das sehr, sehr angegriffen fühlen. Und auch hier, Drawn Together ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die Film und Fernsehen persifiliert. Der derbe Humor mit Sexbezug und Gewalt richtet sich. Punkt, 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 Punkt. Jetzt geht's nicht weiter. Warte. Er richtet sich an ausschließlich ein Erwachsenen-Ding, weil da ging es wirklich um Sex, um Gewalt, um Drogen, um alles. Also so richtig, halt extremst überspitzt. Also wirklich massiv überspitzt, massiv versaut, massiv dreckig. Ja, hab's verstanden. Ich hab schon den ersten Satz verstanden. Eigentlich. Ja, ich weiß, mir ging's ja darum, um das für den lieben Zuhörer noch ein bisschen auszubauen. Habe ich aber auch gern geschaut. Glaube ich dir. Da war ich noch kein Erwachsener.
2004. Nee. Oder? Nee. Doch, doch. Ich glaube, da war ich sogar schon volljährig. War ich da volljährig? Nein, da war ich 13. Also fast. Nee, da war ich 13, aber das habe ich gern geschaut. Das lief auf MTV damals. Ah, Heidi. Habe ich gehasst. Ich habe es eigentlich gemocht, bis ich irgendwann mal so zufällig Fernsehen gezippt habe und ich habe neue Folgen gesehen von Heidi. Ich weiß nicht, ich finde diese, ich finde diesen Zeichenstil oder was, ich finde ihn schrecklich. Ich finde ihn einfach nur schrecklich. Ich krieg da Augenschmerzen. Ich bin so hässlich. Ich bin für die Alten. Die alten Folgen. Was auch extrem krass war, war 2005 Pope Town. Habe ich sogar auf DVD hier. Pope Town ist im Grunde, wir verarschen den Papst komplett. Was passiert, wenn du den Papst austauschst, sozusagen durch einen Minderjährigen mit sehr vielen Komplexen? Mhm. Und er da alles darf und. Ich baue mal in mir meinen eigenen Leprakranken, mach den Schrank auf, häng die Einzelteile. Ja. Da gab es ja weltweiten Aufschrei wegen der katholischen Kirche und das kann man ja nicht bringen und. Ich finde, nehmt euch doch nicht so ernst. Schmunzelt drüber, nickt mal kurz und das war's. Das war das erste Moment, wo ich, gut, da habe ich es damals vielleicht noch nicht so realisiert, da war ich 14, dass die Leute sich mittlerweile alles immer zu ernst nehmen müssen. Das war ja, wer sich das angeschaut hat, wusste ja, dass es wirklich absichtlich überspitzt war. Und auch jemand, der die katholische Kirche hasst, hat es auf den ersten Blick gesehen, dass es nicht so ist. So, das war so, war ja ganz lustig. Es war halt einfach Satire. Und massiv überspitzt, massiv negativ dargestellt. Also wirklich, dass es mit einem Neonschild dich anspringt. Viele Kindersendungen werden ja nicht mehr wirklich ausgestrahlt, weil sie nicht mehr heißt, dass sie nicht mehr pädagogisch wertvoll sind. Und dann wurde ich mal gezwungen, mit einem Mädchen Dora anzuschauen. Und wer hat mir gesagt, wenn das die aktuellen Kinderserien sind, also das ist auch so 4, 5 Jahre her. Nee. Schon 6, 7 Jahre. Ist es ein gutes Stück her. Ich glaube, das war sogar noch vor Natascha. Okay, dann ist es 8 Jahre her. Dann, wenn es die aktuellen Kinderserien sind, erklärt es die aktuellen Kinder. Dora ist meiner Meinung nach ein Zeichentrick, der dazu gehört zur Verdummung der Kinder. Aber da war auch sowas anderes wie irgend so ein Disney-Ding, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich möchte einfach wie so ein Gartensprinkler im Kreis kotzen. Wie so ein Gartensprinkler. So, wirklich. Ja. Einfach im Strahl. Wo ich mir das angeschaut habe und habe mal gedacht, wirklich, und die Kleine hat das gefeiert und ich stehe davor und denke mir nur, oh Gott, bitte lass es aufhören. Bitte, hör auf. Das war Folter. Das war nicht mehr so wirklich schön. So, du noch eine Kinderserie, die du vielleicht mit ein bisschen älter, als du schon ein bisschen älter warst, geguckt hast? Ich habe, als ich kleiner war, sehr viel Fernsehen geschaut. Danach hat es nachgelassen. Ich glaube, alles, was auf RTL 2 lief, glaube ich. Ich habe MTV auch geguckt. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, du Kinderserien nennst, dann würde ich sagen, ah ja, die habe ich geschaut ungefähr in dem Alter und das kenne ich aber jetzt ist spontan, fällt jetzt nichts ein. Drawn Together sehe ich gerade, sind sogar alle 3 Staffeln auf Amazon, aber halt für einen Fünfer zum Kaufen. Tatsächlich. Family Guy habe ich später erst so ein bisschen gesehen, es fällt mir gerade ein, als ich es ein bisschen schaue, auch so später erst, aber mehr so,
Weißt du? Ja. Aber wo ich gerade, was ist Amazon Fotos? Okay, Amazon Fotos? Ah, okay. Nee, aber was mir gerade so auffällt, wie, hey, wir wollten noch was gucken. Was wollten wir gucken? Achso, Amazon. Ja, Amazon, ja. Ich hab's gerade in der Watchlist. Was ich damals, was ich auch gerade sehe, was keine Kinderserie ist, aber was ich damals als Kind geschaut habe. X-Fassbar, das Unfassbare. Da hat mich sogar... Eine Sendung hat mich echt fertig gemacht als Kind. Und zwar gab es eine Folge, wo es drin ging, mit das sind immer die eine Dame, also da ist so ein Mädel, das sieht immer zwei rote Augen, die sie anstarren. Nachts. Irgendwann, irgendwann haben sie halt versucht, das muss eine logische Erklärung haben und bla 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 bla. Und die zwei roten Augen und dann waren es halt vom Fernseher die LEDs oder die Lämpchen, die ausgegangen sind. So. War aber nicht, das war die Haushälterin, die angeguckt hat. Aber die war eine gute, sozusagen. Aber mit zwei roten, leuchtenden Augen hat es angeguckt. So, und ich hatte einen Fernseher mit einem Receiver daneben. Mich haben nachts auch zwei roten, leuchtende Augen angeguckt. Ich konnte wirklich, das hat mich komplett fertig gemacht damals als Kind. Ja. Vor allem, wie alt war ich da? 5, 6, 7. Hat mich aber wirklich, ja, nicht so schlimm fertig gemacht, dass ich jetzt verstört wurde fürs Leben. Ich habe nicht damals echt immer auch schon Serien geguckt, die, sagen wir mal, deutlich nicht für mein Alter waren. Ja, das haben wirklich viele Jungs. Ich höre das von vielen Jungs. Weiß nicht, ich habe Alien vs. Predator angeschaut zum Beispiel. Da war ich, als es rauskam, da war ich ziemlich, Alien vs. Predator 1 habe ich angeschaut. Der kam 2004 raus. Also da war ich, wie vorhin schon ausgerechnet, 13. Ja, fand den Film cool. Ja. Ja. War in Ordnung, konnte mal gucken. Oder The Cube. Kennst du den Film The Cube? Mm-mm. Nee. Oder nee, der heißt nur Cube, oder? Der heißt nur Cube. Kenn ich nicht. Genau, es gibt den Film Cube und später kam The Cube 2 raus. Oder halt Cube 2. The Cube war im Grunde eine Serie. Ach, guck mal, das gibt sogar als Serie. Das war damals ein Film. Cube 97, den habe ich angeschaut. Und das ist ein absoluter Splatter eigentlich, kann man sagen. Und zwar, du bist in einem Würf, du musst dir das so vorstellen, wie die, hörst du auf zu zocken? Das ist so ein Würfel, so ähnlich, die was man verdrehen kann mit kleinen einzelnen Würfelchen dran. Nur halt in großer Form sozusagen. Und da waren Menschen drin und es gab immer nur einen gewissen Safe-Raum. Dann bist du von einem Raum in den anderen gegangen. Hast du den falschen erwischt? Bist du verbrannt? Bist du filetiert worden? Bist du auf jeden Fall gekillt worden und es war dann so wirklich, dass die Scheibchen einzeln rum vom Menschen zum Beispiel rumliegen. Also so richtig brutal, nice. So heftig. Und The Cube 2 war dann genauso, also Hypercube dann. Okay. War genauso heftig. Also, und den habe ich gesehen und tatsächlich hat der mich weniger gestört, also wirklich, das hat mich null gestört, das zu gesehen zu haben, wie so ein Mensch in Scheibchen auseinanderläuft langsam. Ja. Im Vergleich zu die zwei roten Augen. Und was auch noch war, Resident Evil, den Film. Den habe ich auch gesehen. Der ist ja auch schon sehr, sehr alt. So, wir haben überzogen. Kiki ist eh schon wieder am Genshin zuchten. Schlimm. Schlimm mit dir. Aber wir sind eh schon über die Stunde drüber. Und ich muss den noch hinbekommen, dass ich den heute noch fertig kriege, weil morgen nach der Arbeit wird es knapp werden. Ja. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Freitagnachmittag noch. Natürlich nur in der Voraussetzung, ihr schaut ihn. Während sie komische Handbewegungen macht, verabschiede ich euch. Meine Spezialität. Wenn ihr gerade am Zocken seid, wie ich schon gehört habe, beim Zocken werden wir nebenbei geguckt. Ich hoffe, egal was du zockst, das bekommst du schon hin. Hau auf den Gegner nochmal drauf. Hau nochmal drauf.
Dodge, Dodge, Dodge. Pass auf, links. Oder wenn er ruhiges Spiel spielt, wie zum Beispiel City Skylines, ja, die Straße hier, da könntest du vielleicht noch, schau mal, dass du die Ampeln umstellst. Das ist ein bisschen viel Verkehr. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, schönen Abend noch. Und damit sagen wir tschüss. Sagst du auch tschüss? Kiki. Hab ich. Hast du nicht? Da kam nichts an. Ich habe sogar schon geschrien, hab ich. Mein hab ich nicht gehört. Also dann, ciao. Tschüss.